Einen wunderschönen guten Abend. Heute mit der letzten Rocket-Videoübertragung des Jahres. So viel steht mal fest. Morgen ist Weihnachten, da fällt das aus. Aber deswegen heute einmal überraschenderweise an einem Montag. Ich habe auch niemandem Bescheid gesagt. Also heute geht's mal ohne das Extrageld, kann ich umso entspannter vorspielen. Es sind fast 60.000 Euro im Jackpot. Die werden irgendwann im Januar 2020 verteilt. Und es ist jetzt die letzte Chance, die letzte Woche, in der ihr noch mitmachen könnt. Die Beteiligung, habe ich schon wieder gesehen, ist gar nicht so groß. Also die meisten, die mitspielen wollen, die haben es wohl irgendwie schon geschafft oder sind schon zumindest für die Monatsmission qualifiziert. Also für Spätentschlossene, das ist die Gelegenheit. Jetzt nochmal relativ günstig und spät einzusteigen, ein Last-Minute-Ticket hier zu sichern. So, das erste Spiel läuft, Kreuz Ass wird gestochen, dafür haben wir hier schon 30 in Trumpf und mit dem Herz Ass eingesackt, aber hier zeigt sich, der Alleinspieler hat jetzt nur noch Karo in der Beikarte. Trumpf ist er auch stark mit drei Buben und Karo Ass, also mit anderen Worten, nein, wir kriegen gar keinen Stich mehr, wir können hier nichts mehr holen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Für Kurzentschlossene noch die letzte Chance in dieser Woche, sich wahrscheinlich mit gar nicht so einem super überragenden Ergebnis, irgendwas 2500 Punkte, das langt schon, ist mit ein paar Streichergebnissen leicht zusammenzuspielen, nach meiner Erfahrung, dann nochmal eine Chance zu holen im Monatsfinale, sich fürs große Finale zu qualifizieren und dann quasi mit dem minimalen Aufwand sich dieses tolle Turnier geben zu können. So, was haben wir jetzt? Wir haben einen Gang. Ich muss mich hier konzentrieren. Herz Ass rausgenommen. Pik 10. Also, Pik Ass natürlich im Keller. Zählen wir mal mit. Dann hat er schon deutlich über 50. Wenn der noch läuft, ist er schon längst zu Hause, wollen wir hoffen, dass der nicht ganz so teuer war ohne 4, aber ich befürchte es fast. Na, er war wohl nur ohne 2. Gut, dann wird er diesen Stich von mir nicht bekommen. Das Spiel ist sowieso schon gewonnen. So, hoppla, jetzt komme ich. Alle Fenster auf, alle Türen auf, drei Buben, zwei Asse. Das lässt mein Skatspielerherz natürlich höher schlagen. Ja, aber es gibt Gegenwehr. Und dann muss man natürlich sagen, ganz komplett ist das Spiel noch nicht. Ein wenig Verstärkung wäre willkommen. Das ist nicht wirklich der Fall. Zweimal rotes Kraut und Rüben. Jetzt ist der Grang natürlich nicht besonders gut. Ich drücke ihn trotzdem mit null Augen. Wird natürlich zu kurz kommen, sodass ich mir nicht beide Dreierlängen hochspielen kann. Wird mir hier nur eine Farbe hochspielen können. So. 13. Also mal den Fehler nicht machen wie die letzten Male, sondern gut mitzählen. 13, 17. Volle vermute ich bei Spieler 1. Kann ich es mir erlauben, jetzt noch einmal unter durchzuziehen? Wahrscheinlich so viel kann ich eh nicht kontrollieren. Vielleicht ist die Herz 10 doch mal blank. Ah, und deswegen wollte ich hier diese Chance auch ergreifen. Gut, damit sieht der Grang natürlich ganz anders aus. Damit ist der Grang gewonnen. Jetzt kann ich bei einem Karo 2-2 Stand vielleicht das Ding doch sogar noch Schneider spielen und auch das gelingt. Da seht ihr mal viel. Sorgen gemacht um nichts. Stattdessen wird der Grand Schneider dank der blanken Herz 10. So kann es also gehen. Tja, ja, es juckt in den Fingerspitzen, aber die Vernunft sagt, nee, das ist ja nun mindestens eine Karte zu schwach. Wenn es nun Herz 10 wäre, wenn es nun noch Karo Ass wäre oder wenigstens in Pik die 10 dabei, ja, so können wir nichts machen. Und jetzt der Kreuz. Dem haben wir nicht viel entgegenzusetzen. Wir haben vor allen Dingen schon wieder das döselige Ausspiel hier. Pik 7 und 9 will ich auch nicht. Ach komm, spiele ich mal ein Ass auf die lange Farbe. Wenn er sticht, dann klärt es wenigstens die Karte. Und so ist es auch. Sticht mit Trumpf Ass.
Na gut, ich nehme den ersten raus und bring Herz hinterher. Ja, sieht ein bisschen ideenlos aus, ist es vielleicht auch. Wird wohl sehr schwer, dieses Spiel anzugreifen, wenn mein Partner nicht noch überraschend stark in der Beikarte ist. Ist er aber nicht. Sechs Trümpfer, ein Trumpf und drei Unbekannte. Könnte natürlich Karo Ass zu dritt sein. Ne, Pik 10 hat er auch noch. Also wenn überhaupt, gibt es noch einen Karo-Stich. Ja. Denn der letzte Pik ist bei meinem Partner, aber das hilft uns nichts. Schneider geblieben. Ich habe ein Déjà-vu. Genau so sah doch eben mein Blatt in Vorhand auch aus. Kreuz, Karo, Bube, ein Ass und ansonsten nischt. Dafür wenigstens mehrere Kandidaten für das Alleinspiel. Und Spieler 3 in Vorhand wird ins Handspiel getrieben bei 33. Das ist doch schon mal erfreulich. So, Pik König. Ich habe 4 Trumpf. Mein Partner hat vielleicht auch noch einen. Ach, ich werde das mal hier mit dem Karo Ass versuchen. Einmal wird er den doch wohl mithaben. Ja, oder sogar eben dreimal. Dann kann aber hoffentlich mein trumpfkurzer Partner jetzt noch was einstechen. 27 und der haut noch ein Ass ins Geschäft. 42. Also ich denke mal, das Spiel ist erledigt, selbst wenn er hier jetzt die Herz 10 hochgespielt bekommen hat, denn jetzt komme ich natürlich noch mit Trumpfstichen. 53, 55. Naja, dann spielen wir hier noch einmal Karo raus. Mal gucken. Karo 10 sogar auch in der Hand. Was wird das denn für ein grottenschlechtes Spiel? Oh, 55. Ne, den nehme ich dann noch nicht mit. Das wäre nur für 59, hätte das nur gelangt. Dann nehmen wir noch mal ein paar extra Augen mit. Ja, also das war nichts Tolles. Da haben wir ganz locker lässig die 40 Punkte eingefahren, obwohl beide Zehner hochgespielt wurden. Optimistisch das Ding zu reizen, war vielleicht der Versuch, der etwas überhastete Versuch von Spieler 3, auch mal eine Hausnummer sich aufzuschreiben. Bin schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Hier läuft schon den ganzen Tag so ein bisschen berieselnde, besinnliche Hintergrund-Weihnachtsmucke. Und dann noch eine Liste Skat. Mensch, manchmal ist alles so schön. Und da spielen, da wird Kreuz gespielt. Na gut, da schnappe ich natürlich zu. Und dann gucken wir mal, was in Herz los ist. Vielleicht kriege ich da meinen Partner ran und kann dann noch die Karo 10 stechen. Das ist jetzt allerdings ungewöhnlich. Da hat einer entweder sehr viel Eier in der Hose, Spieler 3, dass er den jetzt noch schnippelt. Ne, mein Partner schnippelt auf mich, wo er so wunderbar dann nochmal Karo hinterher spielen könnte. Das ist ehrlich gesagt schwer zu begreifen. Und er hat gar kein Karo mehr. Ja, wenn er kein Karo mehr hat, wenn viermal Karo beim Spieler 3 sind, dann muss er das doch selber gesehen haben, dass er Herz Ass rausnehmen kann. Großartiger Vortrag also an der Stelle. Und jetzt hat er eben noch den Sieg verschenkt. Er braucht doch nur zu stechen. Was war das denn für ein schlechtes Spiel, ganz fürchterlich und ein grottenschlechter Vortrag hier von meinem Partner. Also das muss man sich aber auf der Zunge zergehen lassen, dass er da, wo er die vier Karos sieht, noch auf den eigenen Partner schneidet und dann hinten raus, wo Karo 10 und König bekannt sind, mir noch einen Trumpf zutraut, wo er selbst den letzten Trumpf hat. Ja, das ist so ein Schüttelspiel. Also 40 Punkte fehlen, aber gut. Sagt es nicht weiter, das bleibt jetzt unter uns. Und ein Nullouvert ohne Knochen, der ist schnell erledigt. Ja, das könnte jetzt ja mal was, könnte was sein, aber nicht, wenn zwei Mann schon so hochreizen. In dem Moment, wo hier zwei Reizungen überhaupt im Spiel waren, ist das Thema schon für mich gestorben. Ansonsten bin ich ja gern mal bereit, so mit fünf Vollen, zwei Assen, ein bisschen was auszuprobieren.
Da kennt ihr mich ja inzwischen. Aber nicht, wenn die Chance so unterirdisch ist. Ja, meine Trumpfvollen gehen den Weg allen Irdischens. So soll das sitzen beim Sechstrümpfer. Herz, Bube zu zweit. Ja, Herz-Drilling dabei. Herz-Drilling dabei. Kann ich direkt ziehen. Können wir sowieso nichts hochspielen. Und dann noch eine. Hat er noch eine? Nee, hat ja schon im Aufschlag Pik Ass genommen, also nur noch Herz dabei. So, jetzt gucken wir uns das Thema mal an. Spieler 1 hat sich wahrscheinlich eher selber da um die 40 Punkte betrogen. Dem fehlen sie am Ende vielleicht mehr als mir, denn ich habe ja bisher hier noch nichts auf der Liste stehen. Das würde ich mal sagen. Muss jetzt ein Versuch sein für mich, ob hier ein bisschen was geht. Also bis 33 kann ich das Ding mal reizen. 20 aus Vorhand. Nur zwei Reizungen, aber das ist mir in dem Moment jetzt auch egal. Muss halt auch mal eine passende Karte liegen. Immerhin, okay, eine passende war's. Richtig schön ist das nicht. 27 und 20. Der eine Herz, der andere Karo. Soweit die Arbeitshypothese. Die Karte von Vorhand, aber wieso passt der auf 22? Kann ja eigentlich eher nur so angereizt sein, denn Spieler 3 hat vielleicht den ehrlichen Karo gereizt. Ja, ich tue mich schwer, weil ich hier so viele Problemstellen habe, ob ich den jetzt so 1 zu 1 drücke oder dann doch so rumdrücke. So gefällt mir eigentlich auch nicht, obwohl es logisch aussieht, weil natürlich Vorhand die 20er-Reizung ist. Nein, ich drücke den, glaube ich, mal so rum. Ich drücke ihn mal so, dolle sieht er nicht aus, da muss es jetzt schon ein bisschen glücklich sitzen. Ich brauche vielleicht auch ein bisschen Näschen jetzt im Vortrag, wie ich die Trümpfe ziehe. Ja, schauen wir mal, ob was für mich geht. Ja, da kommt's, Herz 9. Jetzt wäre es natürlich Knorke gewesen. Ich hätte doch Herz Lusche in der Hand gehabt oder sogar Herz König. Herz König blank, das wäre ein Kracher gewesen. So, wir sehen also hinten blanke Herz Dame, 6 Augen. Ja, muss ich natürlich rauf und jetzt muss ich erstmal mindestens einmal von oben ziehen und ich spiele gegen 4 Trumpf. Umso schöner, dass ich erstmal das Trumpf Ass kassiert habe. Dann spielen wir jetzt unten raus, aber ich muss natürlich auch hier die Karo Dame noch bedienen und wenn Spieler 3 die 10 auf den Tisch knallt, dann sieht es nicht gut aus, wenn er sich traut. Er traut sich, das ist schlecht. 21, 31, 34 und Karo stand gar nicht so schlecht, da hätte ich schnippeln können. 34 und jetzt testet er den Trumpf. Was ist das denn? Gar nicht so dusselig gespielt, denn ich habe eben hier auch noch in Kreuz was in der Abgabe. Das hat Spieler 1 nicht verstanden. Der haut den ersten Vollen da rein, aber wenn jetzt der Kreuzvolle kommt auf 47, dann kommt jetzt Kreuz 10 und da ist es das Bild, was mich hier umbringt. Verdammte Scheiße! Muss ich doch die 8 Augen drücken? Ich hab's geahnt mit diesen ganzen Bildern dabei und dann ging 4 Trumpf, aber er ist trotzdem schwer zu drücken, wenn dann Herz von vorne angedackelt wird und du nicht sofort stechen kannst gegen Trumpf 3-2 und ein Herz vollen auf dem Tisch, war diese Möglichkeit besser. Also schade. Gut, damit bin ich raus. Spieler 3 spielt jetzt einen Grang. Gut, der kann ja, glaube ich, auch nichts mehr groß gewinnen. Und Spieler 1 ist vielleicht derjenige von uns, der hier ein bisschen was bewegen kann. Ja, gehen wir mal darauf, dass das Karo Ass blank war und das auch so ein Grang war mit dem König zu dritt. So, gefällt mir natürlich nicht, dass mein Partner hier schon wieder so sorglos mit seinen Vollen umgeht. Wo er das Karo Ass blank hatte, wäre es mir natürlich lieber gewesen. Er hätte jetzt Kreuz oder Pik gespielt, damit er was zum Wimmeln überbehält, die Herz 10. Mal gucken, ob die uns nicht am Ende noch fehlt. Rein mit dem Pik Ass, rein mit der Herz Dame. Ja, jetzt ein kleiner Pik, damit ich ans Spiel komme. Wenn der Spieler noch auf dem Buben und dem bestellten Karo König sitzt,
Dann muss ich doch hier rankommen mit einem kleinen Pik. Und jetzt bietet er den letzten vollen an und wieder ein Sieg für den Spieler, weil er von Hinterhand zweimal die 10 bekommt. Also war nun wahrlich wieder kein guter Gang, aber okay, ging. Was soll ich dazu sagen? Ich war live dabei und ihr wart auch live dabei. So, jetzt habe ich aber noch mal Lust, vor allen Dingen, wenn die Spiele hier teilweise auch so grottig hingeschenkt werden, dann lasse ich mich auch nicht bitten, dann werde ich hier sogar noch mal riskieren, einen Euro in den Jackpot reinzuschmeißen. Das Ding ist mir zu schade, um mir da Null Ouvert anzuschauen. 48 werden gehalten. Das ist natürlich interessant. Da wird es langsam ein bisschen wärmer. Für einen Granghand ist er doch sehr gewagt. In Vorhand keine Frage. Da kannst du direkt mit dem Alten starten. In Hinterhand, wenn dein Herz auf den Tisch kommt, dann kommst du natürlich viel zu kurz und in Teufelsküche, weil ich zuerst stechen muss. Na gut, ich kann hier sowieso nichts mehr gewinnen. Diesen Granghand spiele ich dann nicht. Gucken wir mal, was Spieler 1 hat. Immer noch auch möglich, dass er 5 Herz und 3 Buben hat oder 6 Herz und selber einen Riesengrang macht. Und tatsächlich, ob es ein Riesengrang ist, das werden wir sehen. Er spielt zumindest den Grang. So, und hat offenbar viermal klein Kreuz. Die Kreuz 10 ist sicher blank. Die habe ich jetzt natürlich gar nicht so gerne gesehen, denn die spielt ihm natürlich aus Tempogesichtspunkten schon ein wenig was hoch. So, nichtsdestotrotz fühlt er sich bemüßigt, hier über das Herz Ass zu steigen, und das, denke ich, sieht dann für uns wieder gar nicht so schlecht aus. Da kann ich noch mal einen vollen anbieten. Und mein Partner hat noch Kreuz Lusche mit. Interessant. Sehr interessant. Also das Spiel jetzt zu lesen, fällt mir immer schwerer. Gut, Kreuz Dame vielleicht noch beim Alleinspieler. Und wenn er 4 Herzen hatte von oben, dann hätte er ja wohl den Buben gezogen. Also ich denke, mein Partner wird noch einen Herzstich machen. Ich glaube, hier kann ich noch einmal einen vollen anbieten. Und Karo Ass soll dann noch rübergehen zu meinem Partner. So wie es ausschaut, sind Pik, Doppel, Lusche gedrückt. Und dann würde ich sagen, ist jetzt schon Feierabend für den Alleinspieler. Nee. Da hat er auch die Pik Dame noch eingetan, aber das war egal. Sowieso verloren. Ja, das war also auch kein schöner Grang. Wundere ich mich, dass Spieler 1 den jetzt bei dem Zwischenstand losmacht, dass er da 48 hält. Er stand doch hoch auf 400, hätte sich erstmal im Gegenspiel die Partie noch anschauen können. Stattdessen Nerven verloren und sich das Ding auf der rechten Seite reingelutscht. Ja, so kann es gehen. Am Ende der Liste haben wir alle nischt. Aber manchmal ist ja auch dabei sein, dass der halbe Spaß, und beim Skat ist es an sich sogar immer der ganze Spaß. Ja, während hier das letzte Spiel läuft, das letzte, was ich in diesem Jahr kommentiere, zumindest beim Rocket, kann ich ja schon mal eine kleine Bilanz ziehen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ich habe 41 oder 42 Rocket-Videos gemacht, habe natürlich noch ein paar mehr Listen gespielt, war ja schon relativ früh qualifiziert. Hat mir wieder richtig Laune gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wie meine Bilanz jetzt aussieht. Ich weiß nicht, ob von euch jemand das im Überblick hat. Ich habe da nicht so genau mitgezählt und drauf geschaut, wie ich mich geschlagen habe. Auf jeden Fall hatte ich Freude, und natürlich die Spannung oder das, was da letztlich bei rauskommt, das zeigt sich ja erst dann im nächsten Jahr. Ich glaube, am 20. Januar ist es soweit. Dann steigt das große Finale mit ungefähr 60.000 Euro im Jackpot. Da werde ich sicher wieder was berichten. Und was haben wir hier? Nochmal einmal 60 beim Grang ohne Dreien. Habe ich also, wenn ihr die Statistik komplett machen wollt, hier auch noch mal einen Tischpunkt gerade so gerettet. Immerhin hat also, wie gesagt, hier keiner glänzen können. 1 zu 1, mal wieder eine etwas schlappere Liste. Aber wie eben schon gesagt, ich freue mich, dass ich noch mal dabei war. Und dann wünsche ich mir, dass ihr noch mal einsteigt, dass wir uns beim Rocket sonst spätestens im nächsten Jahr wiedersehen.